Frau Roth, wie gefällt Ihnen die Parsifal-Inszenierung bisher? Also im Moment war ich ein bisschen abgelenkt mit der Frage, hilft die Brille der Inszenierung oder lenkt sie eher davon ab? Ich finde die Musik sehr schön. Und die Brille, noch keine Bewertung dazu, oder? Also es ist ein komisches Gefühl, wenn du eine von 16% bist, aber 84% haben die Brille nicht. Das ist schwierig. Ich glaube, das ist schwierig für alle, die keine haben wollen, wissen, wie ist die Brille. Ich finde richtig, dass man neue Formen ausprobiert, dass man neue Techniken ausprobiert. Aber die Technik muss die Inszenierung unterstützen und muss der Inszenierung helfen. Und sie darf nicht eine Inszenierung überlagern. Und da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Also das heißt, Sie finden es etwas ungerecht, dass der größte Teil keine hat? Ja, das ist schwierig. Es ist richtig, sowas zu probieren mal als Test, aber die Frage ist schon, das merken Sie ja, dass viele sagen, warum haben die eine Brille und die anderen nicht. Das ist schwierig. Herr Dr. Friedrich, der erste Teil von Parsifal ist rum. Was sagen Sie bisher zu der Inszenierung? Ja, es war feucht, warm da drin und ich kannte die Inszenierung ja schon und es scheint so zu sein, dass meine Voraussicht, dass es ein Erfolg wird, sich bestätigt. Jetzt wurde ja im Vorfeld viel über die Augmented Reality Teile geredet. Haben Sie selber so eine Brille gehabt, mit der man das voll genießen kann? Ja, ich hatte so eine Brille. Und wie ist es, wie kann man das beschreiben für jemanden, der sowas noch nie erlebt hat? Naja, es ist eine dreidimensionale Überlagerung der realen Ebene der Bühne. Man kann in alle Richtungen schauen, guckt in dieses dreidimensionale Geschehen hinein und das ist eigentlich wie eine Videospiel- oder eine Comic-Ästhetik, die die reale Ästhetik der Bühne überlagert. Also eine ganz neue ästhetische Erfahrung eigentlich. Und Sie haben wahrscheinlich schon sehr viele Parsifal-Inszenierungen gesehen. So auf Ihrer persönlichen Rangliste eher im oberen Bereich bisher oder eher im unteren? Meine persönliche Rangliste spielt hier überhaupt keine Rolle. Ja, Herr Mayer, wie hat es Ihnen bisher gefallen, der neue Parsifal? Also es ist immer sehr früh nach dem ersten Akt eine Bewertung abzugeben. Aber interessant fand ich, ich habe es in der Hauptprobe mit Brille gesehen und jetzt ohne Brille. Und man kann sagen, es ist ein völlig neues Seherlebnis und eine völlig neue Erfahrung gegenüber der ersten Erfahrung. Und ich bin sehr gespannt, wie es ausgehen wird. Mehr kann ich noch nicht sagen. Also ich bin ein Riesenfan natürlich vom Chor. Ich finde einen wunderbaren Dirigent. Wir haben große Stimmen. Also insofern wird es wahrscheinlich wieder mal ein toller Abend. Man denkt ja jetzt erstmal, da ja sehr viele Leute keine solche Brille bekommen haben, dass das für die alle ein Nachteil ist. Jetzt haben Sie ja den Vergleich. Was sagen Sie, ist es ein Nachteil, wenn man keine Brille hat? Naja, ich würde nicht in Vor- oder Nachteil argumentieren, sondern es ist eine völlig andere Inszenierung. Und die Frage, die ich mir schon mal gestellt habe, ist, ob man ohne Brille sozusagen eine konservative Inszenierung bekommt und mit Brille dann eine eher progressive, wo auch ja mal Emojis vorkommen. Also insofern, da wird noch viel diskutiert werden müssen. Aber Sie meinen, dass beide Inszenierungen, also ja, quasi beide Inszenierungen für sich funktionieren? Das denke ich auf jeden Fall. Ein Satz noch, der mich immer stört, ein Punkt noch. Ich finde es unsäglich, wenn mitten rein in diese getragene Stille und Spannung Buhrufe kommen. Das gehört sich nicht. Das ärgert mich. War das heute der Fall? Das war heute einer allerdings nur, aber der ist ja unüberhörbar. Also ein Mensch, aber wenn der in die Stille rein buht, ich finde, es gehört sich nicht. Die Leute haben keine gute Erziehung gehabt, glaube ich. Ja, ich bin hier mit Angelika Meissner aus Berlin. Wie hat es Ihnen denn bisher gefallen, der Parsifal? Ich finde es sehr großartig bislang. Die Musik ist großartig, ich finde auch die Sänger durchweg ganz fantastisch. Der Chor ist wunderschön. Und ich habe das Glück, auf einem Platz zu sitzen mit dieser AR-Brille. Und ich finde es wahnsinnig schön. Wie ist dieses Erlebnis mit der AR-Brille? Wie kann man das jemandem beschreiben, der das noch nicht erlebt hat? Sehr plastisch. Sehr, sehr weit im Blickwinkel. Also ich merke, dass nicht nur ich quer durch die Gegend schaue. Alle tun das, die so eine Brille haben, weil der ganze Raum ist ausgefüllt und das ist wirklich sehr, 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 sehr schön und beeindruckend. Viele Farben, viel Symbolik finde ich auch. Mir gefällt es sehr gut bislang. Genieße es sehr.
Und ist die AR-Brille, ist das für Sie jetzt dann ein nettes Gimmick mal für eine Inszenierung? Oder wäre das was, wo man sich vorstellen könnte, dass das allgemein künftig in der Oper vielleicht öfter zum Einsatz kommt aus Ihrer Sicht? Na, wir sind im 21. Jahrhundert, insofern finde ich das sehr gut. Also ich kann mir das vorstellen, das öfters zu haben. Ich finde es schön, wenn man diese neuen Medien auch nutzt in der Klassik. Why not? Ich stehe hier mit Leonid Spieren aus München und er hat jetzt den ersten Teil von Parsifal gesehen. Was sagen Sie, wie gefällt es Ihnen? Also mir hat es sehr gut gefallen. Also vor allem, ich war mit AR-Brillen, das heißt, ich konnte die ganze Bühne auch beobachten mit virtueller Realität. Und das war eine sehr schöne Kombination auch zwischen was eben auf der Bühne passierte und was in den Brillen passierte. Am Anfang hat es mich ein bisschen gestört, dass irgendwie vor Augen irgendwas da rumgeflogen ist. Mit der Zeit wurde das deutlich ausgewogener und sehr, sehr spannend, diese neue Technologie zu kombinieren, damit was auf der Bühne passiert. Tolles Chor, tolles Orchester, toller Gesang, einfach sehr schöne Kombination aus dem Ganzen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, das ist erst der Anfang, aber mit der Zeit wird es deutlich besser, deutlich interessanter und ich glaube schon, dass das die Zukunft ist, dass die Technologie mit Musik und auch mit dem schönen Gesang in sehr gut auf die Bühne gebracht wird. Also das ist mein erster Eindruck, ich bin nur begeistert. Also ich habe keine Brille, ich habe mich die erste halbe Stunde natürlich sehr damit beschäftigt, was ich sehen würde, wenn ich eine Brille hätte, das war blöd. Also ich hätte einfach zugucken sollen, habe ich nicht. Die erste halbe Stunde habe ich mit solchen Sachen verbracht. Und wie war der Rest bisher? Die Sänger sind fantastisch. Ja, wir sind die Eheleute Schönmeier, Robert und Judy Schönmeier. Und wir sind seit 40 Jahren regelmäßige Gäste auf dem grünen Hügel. Und was sagen Sie zur bisherigen Parsifal-Inszenierung als ja quasi Festspiel-Profi? Danke für die Blumen, aber ich finde sie sehr schön, sehr gelungen, ästhetisch. Das war ja zu bestimmten Zeiten ein gewisses Schimpfwort fürs Regietheater. Es durfte alles sein, nur nicht ästhetisch. Dieses hier finden wir ästhetisch. Erinnert ein bisschen an Wieland Wagner. Die Lichteffekte und auch die runde Spielfläche. Also ich finde es sehr gelungen. Mag auch daran liegen, dass wir eher zurückgenommene Inszenierungen mehr schätzen als Inszenierungen, die sehr lebhaft und überhäuft sind manchmal. Also Stichwort Schlingensief. Gibt es auch kleine Wermutstropfen bisher, Sachen, die Ihnen nicht so gefallen haben? Der Beginn des Vorspiels war für meinen Geschmack ein bisschen sehr langsam, fast ein bisschen verschleppt. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass eine fehlende Reflexion von der Rückwand her die Stimmen ein bisschen abschwächt, die aber sonst sehr, sehr gut sind. Herausragend natürlich der Gurnemanns, der wirklich überstrahlt. Auch Andreas Schager macht seine Sache sehr gut, aber er kommt jetzt erst noch zur Geltung, hoffe ich, in den nächsten Aufzügen. Also bisher sehr guter Gesamteindruck. Gut, vielen Dank. Dann wünsche ich noch viel Spaß. Ja, ich bin hier mit Robert Wenzel aus dem Landkreis Straubing-Bogen in Niederbayern. Und er ist einer der Zuschauer, die keine Augmented Reality Brille jetzt hatten. Wie hat es Ihnen trotzdem bisher gefallen? Also mir hat es sehr gut gefallen. Die Musik ist spitzenmäßig. Das Einzige, was man vielleicht ein bisschen diskutieren könnten, wären die Kostüme. Aber man sieht alles, versteht alles, ist wirklich sehr gut. Und haben Sie das Gefühl, dass Sie ein wenig ein Defizit haben, dadurch, dass Sie keine solche AR-Brille haben? Nein, ich meine, ich kenne es ja nicht anders, ich weiß ja nicht, wie der Unterschied ist. Aber ich glaube nicht, dass man ein Defizit hat, weil in der ersten, also wichtig ist ja die Musik. Und ist das Ihre erste Parsifal-Inszenierung, die Sie jetzt sehen, oder haben Sie vorher schon andere Inszenierungen angeschaut? Nein, das ist die zweite. Also der Hartmut Hähnchen war damals, glaube ich, der Dirigent, der Regisseur, weiß ich nicht mehr. Das war vor ein paar Jahren. Auch hier in Bayreuth? Auch hier in Bayreuth, ja. Und wie ist es im Vergleich zu der früheren Aufführung? Das ist ganz unterschiedlich. Also die jetzige ist halt mehr so kristallklar vom Licht her. Die andere war mehr, es hat so im vorderen Orient gespielt mit so Gewaltsritter, die Mönche waren. Man kann es schlecht vergleichen, ist beides sehr gut gewesen oder ist immer noch gut, ja.
Ist die jetzige Inszenierung, ist das auch empfehlenswert für Leute, die jetzt vielleicht bei Wagner erst Einsteiger sind, oder ist das was für Profis? Ich glaube, für Wagner Einsteiger ist keine Inszenierung ganz gut. Aber ja, man kann sich's anschauen als Einsteiger und dann seine eigene Meinung bilden. Das muss jeder selber sehen, jeder selber machen. Also Wagner ist für Einsteiger halt immer ein Problem. Das hat mit der Inszenierung eigentlich gar nichts zu tun.